Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist 1. Jänner 2024. Ich habe mir gedacht, ja, da werden nicht viele Leute auf der Piste sein. Ich fahre mal ab so. Wurde eher so vom Gegenteil überrascht. Also es stehen ziemlich viele Autos da. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs passabel so. Und ich werde wieder mit der GoPro ein bisschen klippen und mal schauen, was sich da ausgeht. Guten Morgen von der Mehrkonferenz. Man sieht im Hintergrund das Studio. Also ich darf in der Talk-Ecke mitarbeiten. Da ist schon ziemlich fancy Bühnenbild so. Und man sieht da hinten auch am Bildschirm, das ist so die Haupthalle. Ja, mal schauen, was ich da alles so filmen kann, wo ich eigentlich mitnehmen kann. Vielleicht so ein bisschen behind the scenes. Wie arbeitet sich's hier so? Ich baue gerade hier um, dass man hier das kabellos steuern kann. Genau. Okay. Für die Blackmagic, also dass man den Zoom von der linken Hand aussteuern kann und den Fokus mit diesem Motor von der rechten Hand aussteuern kann, mit diesem Rädchen. Genau. Jetzt muss ich noch eine kleine Lösung finden, wie ich das gut festmache und dann auf Kabeln. Genial. Genau. Wahnsinn, der Typ. Machen wir. So schaut das Studio aus. Da wird zu dieser Tisch stehen, wo die Moderatoren moderieren. Oh. Lustige Message von der Mari. Zuerst Ohren steif halten und so. Super. Nein, ich kann sowas gar nicht. Alright, wir haben dieses Badge bekommen. Sind jetzt offiziell wichtig. Oder so. Ja, Aufbau geht weiter. Kommentar, Felix. Ich bin ein bisschen überwältigt von der Hallen. Also es ist schon groß da. Also es wird jetzt glaube ich die vierte mehr, auf der ich bin. Aber jetzt mal aufs Neige, fett. Nice. Und dann diese ganzen Traversen, was da jetzt oben hängt. Verrückt. Voll Backstage da. Was man dann auf der App sieht. Insgesamt, falls da irgendwas schief geht, wäre der Schreiber Leo. Das Daniel, Martin, die der Kamera machen, und wir. Hey. Hallo! So, wir machen weiter mit dem Wetter hier bei der Mehrkonferenz. Und bitte, gehen wir zu zweit. Ihr Kinderlein, komm! So, wir machen weiter mit dem Wetter. Genial! Es erwartet uns in den nächsten Tagen eine große Sturmfront. Regenwolken ziehen über das Land rein. Felix, einmal zurücklaufen bitte. Selber Weg. Schau hin, schau hin, schau hin. Er ist. Und wir gehen weiter zu uns mit Carsten. Wir müssen los. Wir eröffnen uns für deine Gegenwart. Die Botschaft dieser Tage ist viel wert als Lobo God is here. Du heißt uns willkommen. Warum geht es um die Probleme?
Genial, das ist der neue Samhoff-Mitarbeiter. So crazy. Okay, also wie ist die Stimmung? Du als Moderator in dieser Talk-Ecke? Wie die Stimmung ist? Ja. Also bei mir persönlich hervorragend gerade. Ich habe große Vorfreude auf die Konferenz oder das Glaubensfestival für besser. Und genieße jetzt hier mein Wässerchen und sag euch, it's real, God is here. Oh. Cheers. Nice. Das war eine Bombe auch noch. Ah, okay. Die hopp, hip, die hip, die hopp. Ey, 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 so, so ungefähr. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Sind wir ganz kurz vor der ersten Aufzeichnung. Wir zeichnen, glaube ich, für morgen in der Früh die Anmoderation auf. Oh, ich bin noch viel schlecht. Und genau, das ist meine Kamera. Da hinten ist das Moderationsteam. Tag 1 ist Tag geschafft. Wir sind fertig. Es war schon gut anstrengend, aber ja, von der Arbeit her auch schon ein bisschen heaven, gell? Absolut. Also jetzt, ich würde sagen, Worship Symphony zum Schluss. Es war ein himmlisches Eintauchen. Genial. Du solltest Moderator werden. Na voll, jetzt schauen wir, dass wir schlafen, weil morgen um 7.25 Uhr werde ich wahrscheinlich wieder losfahren, damit ich dann pünktlich für die... Das ist viel zu früh. Ja, viel zu früh, ich weiß, aber damit ich für diesen rasenden Reporter da bin. Buenas noches. Oh, wir fahren nach Hause. Fertig für den Tag. Ja, aber sowas von. Man sieht ja nichts. Ach, ich mach jetzt wieder aus. Das ist so unsere Unterkunft, damit man sich das vorstellen kann. Kurz vor der ersten Aufnahme, let's go. Interviewsituation, wie fühlst du dich? Etwas überfordert. Warum? Nein, eigentlich geht es ganz gut, es läuft. Ein bisschen wenig geschlafen, aber heute besser wie gestern. Genau, passt. Super. Oder noch Fragen? Stell das selber an. Key-Learning. Was ist dein Key-Learning? Warst du beim Vortrag dabei? Nein, ich war bei keinem Vortrag bisher dabei. Also das ist sehr schade bisher. Also das ist ein, aber das ist ein gutes Key-Learning. Wir als Staff haben wir die Möglichkeit, das im Nachhinein einfach nachzuhören. Deswegen ist es schon ganz cool. Also wir kriegen alle Vorträge zur Verfügung gestellt. Und dann kannst du das einfach in Ruhe einfach schön okay, ein-, zweimal auch. Was? Du flexst. Ja, also es hat schon Vorteile, Mitarbeiter zu sein. Genau, es taugt. Sei dabei! Sei dabei, nächstes Mal. Loreto Team, hier auf der Simsam Festival in, weiß ich nicht, ob wir da am Start sind. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht schon. Genau. Das ist in einem Jahr das Simsam Festival. Genau. Deswegen haben wir vorhin gefragt, wie wir das machen müssen: eine neue Bauchbinde erstellen oder ein neues Leid. Bist du zufrieden mit deinem Witz? Ja. Sehr gut. Er ist nicht rübergekommen, aber. Also, er ist eine Gänze rübergekommen, aber. Das war schon. Nur ich glaube. Okay, wo dann mein Sinn? Okay, also jetzt kurzes Interview so. Bitte. Wie fühlst du dich als Elias Gläser? Sehr, sehr famous tatsächlich. Ja. Okay. Und wie fühlst du dich als Elias Gläser? Ja, wie fühle ich mich? Jung und dynamisch fühle ich mich. Herzlich willkommen zum Nerdcastle Podcast. Es ist die Stimme, die ich immer so hab fast. Ich empfehle euch einfach, diesen QR-Code zu scannen. Diesen QR-Code zu scannen. Und dann kommt ihr auf alle unsere Socials, alle unsere Dateien. Und schön, dass es dich gibt. Und Herren, bitte schalten Sie das nächste Mal ein zu Nerdcastle.
Loretto Podcast. Woo! So ein Apokryphen gefunden. Da stand drin. Genau. Und darin steht: Und Gott sprach, du bist live! Genial. Ja, noch ein Ding, was wir eigentlich noch nicht vorgestellt haben. Das ist ziemlich fancy, wir nutzen das viel zu selten. Wir haben auch dann Bier zum Fahren. Ja, perfekt, da haben wir uns gut für ein Land gelegt. Und er funktioniert nicht. Ja. Nein, er geht nicht. Er geht for real nicht. Weißt du, jetzt einmal wird man da Bier trinken und da geht er nicht. Naja, dann wird es halt durch den Apfelsaft. Vielleicht abends dann schauen wir dann, ob er dann wieder geht. Was sagst du zu dieser Erfindung? Also, Gott ist gut, weil schaut euch das mal an. Guten Morgen, ein neuer Tag. Der Vortrag von Patrick, ziemlich nice. Und ja, wir machen uns da wieder ready für die nächste Live-Schaltung, glaube ich sogar. Ja. Oh, schrecklich. Schrecklich. Eine schiefe Kamera. Die ist ja gerade. Was hast du uns zu sagen? Boah, ich habe euch zu sagen, mega cool hier und total super, dass ich hier mitmachen darf. Nice. Yes. Cool. Und jetzt da der Interviewsituation wieder. Ladies and Gentlemen, ich habe schon mal gesagt, liebe Menschen am Livestream, Ladies and Gentlemen, habe ich schon mal gesagt. Menschen des Livestreams. Ich war auch bei einem amerikanischen Film, da lernt man das. Hi. Wenn der Gebetshausmissionar nicht im Gebetsraum sitzt oder steht oder läuft und betet, dann hat er einen Dienstbereich. Und viele von denen leisten den hier ab, zumindest wenn es irgendwas zu arbeiten gibt an dem Rechner. Ist jetzt an sich nicht so wahnsinnig spannend. Und jetzt ist es hier komplett leer, weil alle sind drüben in der Halle. Aber ich wollte euch eine Sache zeigen. Und zwar hier den gerade unbesetzten, aber heiligen Ort des Veranstaltungsteams. Ich habe jetzt mal die Männertoiletten im Keller, also vor allem für die Frauen, die einmalige Chance haben, mal reinzuschauen. Kommt mal mit. Ich habe gerade schon geguckt, die Luft ist rein, da ist niemand drin. Achtung, die Kamera an sich. Wir gehen mal weiter hoch. Der Mist, ne, wenn man an den Sinn kommt. Gut? Ja, es war sehr gut. Ich weiß nicht, also, das stinkt drin, gell? Es war extrem witzig. Ich guck mal so. Guck mal den Stopp. Du kannst schon mal was sagen, weil das ist ein bisschen komisch. Na? Seht ihr? Seid sofort begeistert, ja? Das ist unglaublich. Kommt da was? Nein. Jo. So, das war's soweit. Hinter mir ist das Studio für den heutigen Aufnahmetag. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal Backstage ein bisschen schauen gehen. Aber da ist gerade, keine Ahnung, Anmoderation oder so. Einfach so fürs Feeling. Ich finde es so crazy, dass man einfach mit meinem Badge, so Media Badge, komme einfach Backstage. Ja, voll. Das zeige ich jetzt. Crazy, da ist das alles. Da sind sogar so einige Tische. Da sind die Speaker. Yo, Tag 3 ist nun beendet. Ja. Wir starten zum Auto. Die Opros haben die hinten abgerissen. Yo. Und wir beenden den Tag. Worden. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. So, steppen es aus. Guten Morgen, letzter Tag der Meer. Was sagen wir dazu, Felix? Ja,
auftanken, genießen und euch noch eins haben, was ihr nicht geht. So ist, boah, schade, dass eigentlich so schnell vergangen ist, aber craziness, das Event, ehrlich. Alright, alright, die letzte Abmoderation, so. Das ist unser letzter Job, I guess. Dann ist nur mehr abbauen. Bitte, die Damen haben Blumen gekriegt. Die Damen haben alle Blumen gekriegt. Und der Hartl-Bur hat meinen Hupf voll verschossen. Der Hartl-Bur hat mein Blumen gestaßt. Was ist denn das? Was ist denn das? So, da bin jetzt wieder angekommen in mein Zimmer in Jerusalem. Es fühlt sich echt da, wie wenn ich da daheim war. Also bin ich auch irgendwie, aber so ein richtiges Heimatgefühl. Ja, kurze Story noch. Ich habe gestern vergessen, meinen Flug einzuchecken. Das hat mir dann ja, ein bisschen Geld gekostet und ich habe einen anderen Flug nehmen müssen. War dann noch eine Nacht in Amman in so einem shady Airbnb und genau, bin heute in der Früh, heute am Vormittag wieder zurückgefahren nach Jerusalem. Habe jetzt um 12 Uhr Schicht. Hat sich auf alle Fälle voll ausgezahlt, die Meer war extrem nice. Habe viele Leute getroffen, die ich kennt habe und ja, da einfach quasi mit dem, was mir Spaß macht, irgendwie mitzuwirken, das ist einfach extrem cool. Habe auch echt viel mitnehmen können für die Vorträge, haben mich einige zum Denken angeregt. Und ja, damit würde ich das Video beenden und ich hoffe, es war unterhaltsam. Ciao, ciao.